Was geht ab, Mann und Sie, Fighter Hose hier. Und auf der japanischen Version gab es einen Data-Download. Dementsprechend haben wir neue Informationen, unter anderem zum Issei von Incha Nemba und auch zu einem neuen Free-to-Play-LR. Deswegen würde ich sagen, wir schauen uns auf jeden Fall mal alles sofort an. Bevor wir dann anfangen, Freunde, vielen lieben Dank. Wir haben gestern Nacht die 17.000 Abonnenten auf YouTube erreicht. Wirklich vielen lieben Dank an jeden von euch. Wir bleiben auf jeden Fall dran und machen weiter. Lieben Dank für eure ganze Unterstützung. Wie immer, Freunde, ihr wisst, wie das Ganze läuft. Vielen Dank. Auf jeden Fall, jetzt haben wir hier das Awakening vom Super Strength Super Saiyan Angel Goku, Super Saiyan 2 Angel Goku. Das ist der Battlefield Strength Goku, der hat ab heute schon sein Awakening bekommen auf der japanischen Version. Man bekommt ihn durch die Battlefield Währung aus dem Barbershop. 30 Battlefield Medaillen braucht ihr je, um Goku zu awaken, aber auch Majin Vegeta. Den gucken wir uns gleich an. Was hat dieser Strength Goku nach seinem Awakening drauf? So gesehen, so gesagt. Super Class Verbünden gibt der Ki plus 3 HP Attack und F 90%. Erhöht seine Verteidigung greatly für eine Runde und macht Supreme Damage. Die Passive funktioniert folgendermaßen. Ab Anbeginn des Kampfes bekommt er auf den Angriff und auf die Verteidigung 40% für 4 Runden. Erhöht dann aber zusätzlich seine Verteidigung um 30% für jeden Angriff, den er gemacht hat. Maximum ist 120%. Und er erhöht seinen Angriff um 30% für jeden Angriff, den er bekommen hat. Das Maximum ist 180%. Links haben wir Golden Warriors, Super Saiyan, All in the Family, Opsa, Saiyan Warrior Raids, Prepare for Battle, Supreme Power, Shattering the Limit. In den Kartu ist er vertreten, Resurrect Warriors, Majin Buu Saga und Pure Saiyans. Sein Gegenspieler, also wirklich Gegenspieler, ist physisch Majin Vegeta. Wie gesagt, auch 30 Battlefield-Medaillen, um ihn zu awaken. Extreme Class Verbündeten gibt der Ki plus 3 auf HP, Attack und F 90%. Er erhöht seinen Angriff für eine Runde und macht Supreme Damage. Greatly raise Attack for one turn und macht Supreme Damage, wie gesagt. Passive ist ähnlich, nur die Multiplier sind quasi vertauscht. Nicht die Multiplier, sondern das die Maxima, sage ich mal, aber das werden wir gleich merken. Auf den Angriff und auf die Verteidigung bekommt er auch ab Anbeginn des Kampfes 40% für 4 Runden. Er erhöht seinen Angriff um 30% für jeden Angriff, den er gemacht hat. Das Maximum ist 120%. Und er erhöht seine Verteidigung um 30% für jeden Angriff, den er bekommen hat. Das Maximum ist hier 180%. Links haben wir Super Saiyan, Saiyan Warrior Race, Saiyan Pride, Royal Lineage, Over the Flash, Supreme Power, Shattering the Limit, Resurrect Warriors, Majin Buu Saga und Pure Saiyans sind die Kategorien, in denen er vertreten ist. Dann, Freunde, das Extreme Z-Awaken von Incha Nemba. Was ändert sich bei ihm? By the way, das Extreme Z-Awaken bzw. das Extreme Z-Battle kommt erst morgen online am Donnerstag, 6.12. ab 9 Uhr morgens unserer Zeit. Wir werden das Extreme Z-Battle auch streamen. Wann genau entnimmt ihr aus dem Streamplan? Der Streamplan ist in der Videobeschreibung, wird jeden Montag aktualisiert für die kommende Woche, Freunde. Oder bei mir auf Twitter. Twitch oder auf dem Discord-Server. Alle Links hier sind hier auch in der Beschreibung. Genau. In-Type gibt er nach seinem Issei Ki plus 3 HP Attack und F 90%. Er macht immense Damage, verringert greatly die Verteidigung des Gegners. Die Passive ist wirklich nice. Er bekommt nämlich auf den Angriff und auf die Verteidigung, das hat er immer, 70%. Konstant 70% auf den Angriff und auf die Verteidigung. Er hat einen Guard aktiviert gegen jeden oder gegen jeden Angriff so gesehen. Was heißt das Guard aktiviert? Guard ist quasi ein Schutzschild oder ein Schild besser gesagt. Wenn ein Charakter ein Guard aktiviert, ein Schild aktiviert, dann bekommt er immer mindestens neutralen Schaden. So einfach gesagt. Und zwar bekommt er dann zusätzlich noch, wenn sich sein Guard aktiviert, wie aktiviert sich das Ganze, wenn er quasi natürlich angegriffen wird, dann bekommt er eine Medium-Chance für eine Runde gegnerische Angriffe und Super-Attacks zu dodgen. Und zusätzlich dazu 40% auf den Angriff für 4 Runden. Und das wird separat kalkuliert, heißt man kommt auf 138% Angriff für einen Extreme Z Awakening Janemba, der 7000er Stats bekommt, weil er eine alte Unit ist. Dieser Incha Nemba hat einfach den Strength Janemba übertroffen. Außer vom Leaderskill, aber sonst in allen Aspekten. Warum? Der Strength Janemba zum Beispiel, er bekommt nur 80%, also was, er bekommt 80% auf den Angriff, hat aber keinen defensiven Boost, das sind nur 80% Angriff, hat auch Guard aktiviert gegen jeden Angriff. Kann zwar immer dodgen, also der hat nicht diese, dass sich sein Guard erst aktivieren muss und dann für eine Runde dodgen, sondern er dodgt immer mit einer Medium Chance. By the way, sollten das 30% sein bei beiden gegnerischen Angriffe und Super Attacks zu dodgen. Aber das war's auch schon. Was diesen Incha Nemba hier besser macht als ihn ist, dass er noch eine Verteidigung von 70% hat, immer. Dass er mit 7000er Sets kommt, dass er Extreme Z Awakened ist, heißt von Level 140, SA15, hat an sich höhere Stats, aber dann hat er quasi noch zusätzlich all das und ein bisschen mehr. Nämlich die Medium Chance hat er auch wie Strength Janemba, jedoch muss ich diese erst aktivieren. Heißt zum Beispiel, wenn er ganz links steht, Freunde,
Dann bekommt er einen Angriff, sein Guard hat sich aktiviert, weil er einen Angriff bekommen hat. Er hat sein Schutzschild aktiviert und erst dann auf die kommenden Angriffe kann er quasi dodgen. So funktioniert das Ganze für eine Runde. Und für 4 Runden aber dann, wenn es dieser Guard auch aktiviert, bekommt er auf den Angriff 40%, heißt er bekommt auf 138% Angriff, weitaus mehr als das Shengshan Ember. Also ich bin mit seinem Ize auf jeden Fall sehr, sehr zufrieden, Freunde, sowohl offensiv als auch defensiv. Dodgen kann er, hat einen guten Angriffboost, ein gutes Stats mit, der ist wirklich sehr, sehr gut geworden. Ich finde das einfach geil, dass so eine alte Unit wieder so stark wegkommt mit einem Ize und dann auch noch quasi seine neueste Karte übertrifft. In dem Fall Shengshan Ember. Ich find's einfach nur geil. Lasst mich auf jeden Fall wissen, was ihr davon haltet. Aber er ist nicht der einzige Charakter mit einem Izay. Nämlich wir haben hier auch AGL Ultimate Gohan. AGL Ultimate Gohan nach seinem Izay. Nämlich das Extreme Duell von Ultimate Gohan kommt morgen auch zurück. Und da habe ich mir schon gedacht, dass eines der beiden ein Izay bekommt. Es sind beide. Beim AGL ist folgendermaßen. Leader Skill, was ändert sich? AGL-Charakteren gibt er Key plus 2 HP, Attack und F 70%. Er macht Supreme Damage mit einer Medium Chance, den Gegner zu stunnen. Er bekommt auf den Angriff 100%, wenn die Key 6 oder drüber sind. Bekommt zusätzlich auf die Verteidigung 120%, wenn die HP 80% oder drüber sind. Wenn die HP 79% und drunter sind jedoch, bekommt er 40% Verteidigung, hat aber dann dafür eine einmalige Crit-Chance für diesen Kampf quasi. Genau. Der physische auf der anderen Seite gibt jedem Typus Key plus 3 HP Attack und er 40% macht Supreme Damage, erhöht seinen Angriff für 6 Runden. Die Sache ist jetzt bei ihm. Die Passive ist mehr oder weniger gleich, nur der erste Aspekt ist anders. Er bekommt nämlich außen vorweg Key plus 3 Attack 100%. Er bekommt hier nur 100%, wenn die Key 6 oder drüber sind. Heißt, Vorteil an dem physischen ist auf jeden Fall, er bekommt Key plus 3 immer so außen vorweg. Und 100% Angriff auch. Der muss nicht eine gewisse Key-Anzahl erreichen. Aber das Beste an ihm ist, dass er Key bekommt. Weil Ultimate Gohan hat kein Prepare for Battle und das merkt man schon. Er hat quasi Shocking Speed und Saint Lineage als Link-Skills. Das sind Key plus 3 maximal. Deswegen finde ich das wirklich sehr, sehr gut, dass er sich selbst schon eine Key plus 3 gibt. 100% auf den Angriff bekommt er auch so immer. Und der andere Teil ist dann quasi gleich. HP 80% und drüber, dann bekommt er 120% auf die Verteidigung. Sind sie 79% oder drunter, dann bekommt er 40% auf die Verteidigung. Hat aber eine einmalige Crit-Chance für diesen Kampf. Also, auch mit den beiden Izays bin ich sehr zufrieden, um ehrlich zu sein. Aber das von Shengshan Ember, das ist richtig gut getroffen. Das ist richtig gut gemacht. Dann haben wir die World Tournament Preiskarte in Android 18. Denn auf der japanischen Version fängt am Freitag 9 Uhr morgens, ab 9 Uhr morgens sollte das sein, ein neues World Tournament an. Sie ist die Preiskarte. Sie gibt super In-Charakteren, Key plus 2 HP, Attack und F6%, macht Supreme Damage, erhöht die Verteidigung um 30% für 3 Runden, hat durch die Pass eine hohe Chance, gegnerische Angriffe, sowohl Angriffe Auto-Attacks als auch Super-Attacks zu dodgen, ist schon mal auf jeden Fall sehr gut, das ist eine hohe Chance auf jeden Fall. Attack und F 60% für 3 Runden, nachdem sie einen Angriff bekommen hat. Android Assault, Battlefield Diva, Brainiacs, Twin Terrors, Shocking Speed, Infinite Energy, in den Kategorien ist sie in Peppy Girls, Majin Buu Sagan und Androids und ich finde sie gar nicht mal so schlecht als World Tournament Preiskarte, um ehrlich zu sein. Andere Sache ist jedoch, kennt ihr noch den Int-Buff World Tournament Trunks? Er bekommt ein Awakening. Sieht dann folgendermaßen aus, man sollte für ihn 7 World Tournament Medaillen brauchen, um ihn zu awaken. Int-Charakterin gibt eine Kickbooster, HP, Attack und F 70%, er macht Supreme Damage und erhöht seinen Angriff und die Verteidigung um 30% für 3 Runden. Kann man auf jeden Fall mitnehmen. Durch die Pässe bekommt er Kickbooster 3 auf den Angriff und auf die Verteidigung 80% hat er immer. Das ist nice. Kickbooster 3, Attack und Death Boost ist sehr schön. Hat aber dann eine zusätzliche hohe Chance, auf den Angriff weitere 50% zu bekommen. Und das ist dann quasi dann noch, das wird dann nochmal separat betrachtet. Und hat dann noch eine weitere hohe Chance, auf die Verteidigung 50% zu bekommen. Heißt im Endeffekt, Key plus 3 Attack und F 80%, 80% hat er immer. Und durch den anderen Passive-Teil kann es dazu kommen, dass er entweder beides bekommt durch die hohe Chance, Angriff und Verteidigung oder nur Angriff-Boost oder nur Verteidigungsboost oder gar nichts. Ja, das mit den 50% Teilen. Links hier sind Golden Warrior, Messenger from the Future, Super Saiyan Royal, Lineage, Z-Fighter, Soul vs. Soul, Shattering Limit, in den Kategorien ist er vertreten, Hybrid Saiyan, Future Saga, Full Power und Time Travelers. Kommen wir zum neuesten Free-to-Play LR. Es ist der World Tournament LR Yamcha und Pool. Ich weiß nicht mehr, wie man sie auf Deutsch ausspricht. Anyway. Die beiden Freunde werden die neuesten Local Rewards sein, heißt sie werden LR Tenshin dann ablösen im World Tournament. Für, man bekommt ihn natürlich als SSR, 7 Medaillen braucht ihr dann, um ihn von SSR bzw. von UR auf TUR zu bringen und dann von dort auf den LR Status 70 World Tournament Medaillen. Was haben sie dann drauf? Das ist die LR Artwork, ich finde es echt ein schönes Artwork, um ehrlich zu sein. Und ich finde es cool, dass sie den Yamcha genommen haben, weil die anderen drauf waren halt verdammte Loser. Der hat immer noch irgendwas drauf gehabt oder irgendwas gezeigt, dass er was drauf hat. Dieser Skill! Combination-Kategorie, die gucken wir uns gleich an. Der Combination-Kategorie gibt der Key plus 3 HP-Attack von 100%.
als Free-to-Play-Charakter finde ich das eine guten Leader-Skill, weil die anderen World Tournament Free-to-Play-Charaktere, die hatten nicht so einen guten Leader-Skill. Denn die Kategorie, Freunde, das sind im Endeffekt alle Charaktere, das sind die Duo-Charaktere. Oder Duo oder mehr halt. Zum Beispiel wie Elabirus und Whis. Oder LSL und seine Cell Junior. Die gucken wir uns gleich an. Das ist die Kategorie, Freunde. Und diesen gibt er 100%. Und ich muss jetzt schon sagen, 100% kann ich verstehen, weil wäre das mehr, dann wäre das OP, aber das gucken wir uns gleich an. Super Attack, er macht Colossal Damage mit der ersten Super Attack und verringert die Verteidigung des Gegners. Mit der zweiten macht er Mega Colossal Damage, verringert massively die Verteidigung des Gegners. Passive Attack und F 20.000, wenn er eine Super Attack startet, zusätzlich Attack und F 10.000, wenn es eine Ultra Super Attack ist. Und er selbst ist gestunt, wenn er gegen einen Peppy Gods Gegner kämpft. Also einen Charakter aus der Peppy Gods Kategorie. So war Yamcha bei seinem ersten Auftreten. Ja, der war total buff gestunt quasi, als er Bulma gesehen hat. Und ich finde so eine Mimik richtig cool. Oder Gimmick. Wenn sie sowas einführen, ich finde das auf jeden Fall cool. Ich habe damit kein Problem. Man wird wahrscheinlich nicht so gegen so viele Peppy Gods Charaktere kämpfen. Auch wenn es vorkommt. Ey, ja, ich finde es echt cool und witzig. Sowas ist cool, finde ich. Was haltet ihr von sowas? Ich heiße sowas auf jeden Fall willkommen. Link Skill, Infight, Arrival, Duo, Speed, Retribution, The Incredible Adventure, Guidance of the Dragon Balls, Shred Unlimited Legendary Power in den Kategorien seines Seagulls of Dragon Balls und in seiner eigenen. Und seine eigene Kategorie ist folgendes, Freunde. Ihr seht, hier sind 15 Eller drin. Rage Vegeta hat seine Kategorie bekommen. Und überlegt mal, diese Kategorie hätte jetzt 150% Boost. Wenn du da Eller, Vegeta und Algorithm in die Rotation klatschst, ist GG. Das ist total RIP. Also, das ist richtig geil auf jeden Fall. Deswegen kann ich es verstehen, dass es 100% sind. Ich kann damit auf jeden Fall leben. Was haltet ihr von dem Ganzen, Freunde? Lasst mich auf jeden Fall in den Kommentaren wissen. Ich bin auf jeden Fall sehr, 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 sehr zufrieden war das Wort, was ich gesucht habe. GG. Sehr zufrieden mit dem Incha Nemba Ise, aber auch mit den anderen Charakteren. Lasst mich, wie gesagt, wissen, was haltet ihr davon. Ansonsten wünsche ich auf jeden Fall eine schöne Zeit und wir sehen uns das nächste Mal. Peace.